Allah, Nurus Samawati wal Ard, wie wir in der letzten Khutba besprochen hatten. Liebe Geschwister, Alhamdulillah, gewissermaßen ist die heutige Khutba eine Fortsetzung, eine Weiterführung der vorherigen, aber auch eine Weiterführung der vorherigen Freitagsansprachen, wenn wir uns die letzten Monate betrachten, in denen wir uns natürlich intensiv dem Ramadan widmeten, in denen wir uns auch der Hajj widmeten. Und Alhamdulillah, aufgrund der Situation der Muslime, gehört die erste Säule und das Gebet, As-Salah, sowieso zu den regelmäßigeren, häufig auftretenden Themen in den Freitagsansprachen. Und derjenige, der jetzt richtig aufgepasst hat, der wird wissen, was dann das Thema der heutigen Khutba ist, nämlich die verbleibende der bereits thematisierten 5 Säulen. Und ich darf anmerken, dass es eine Säule ist, die unterschätzt wird. Unterschätzt wird. Und eine Säule, zu der teilweise auch falsches Wissen vorherrscht, beziehungsweise auch eine große Unwissenheit. Neben der Ehrung, liebe Geschwister, die die Zakat erhalten hat, dass sie zu den 5 Säulen des Islam zählt, Alhamdulillah, hat sie auch die Ehrung erhalten von den Gelehrten, die Schwester des Gebets genannt worden zu sein. Die Schwester des Gebets genannt worden zu sein, weil sie 28 Mal im Koran direkt neben dem Gebet Erwähnung findet. Ja, Allah Ta'ala erwähnt das Gebet und direkt danach die Zakat. Und das ist auch eine große Ehrung und betont die Wichtigkeit dieser Säule. Wie gesagt, 28 Mal im Koran neben dem Gebet erwähnt. Und diese Säule und sie umzusetzen, liebe Geschwister, ist im Koran. Und ich möchte mich nur auf drei Geschenke Allah Ta'alas beschränken. Ja, auch um mehr Zeit für die Inhalte im weiteren Verlauf zu gewinnen. Allah Ta'ala erwähnt in Bezug auf die Zakat, dass sie Barmherzigkeit bringt. Wie Allah Ta'ala sagt, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und verrichtet das Gebet, etabliert das Gebet und entrichtet die Zakat und seid gehorsam dem Gesandten Allahs gegenüber, damit euch Barmherzigkeit zuteil wird. Barmherzigkeit, die euch bereits im Diesseits wird, erreichen. Barmherzigkeit, die euch bereits im Diesseits wird, erreichen. Erfolg, denn Allah Ta'ala sagt im Koran, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Erfolgreich sind die Mu'minin, diejenigen, die nicht nur ihre Gebete verrichten, sondern die in ihren Gebeten demütig sind, die demütig ihr Gebet verrichten. Und die sich vom leeren Gerede fernhalten. Die sich vom leeren Gerede fernhalten. Vom Trash-Talk, ja. Von der Angeberei. Vom leeren Gerede allgemeinen, im Allgemeinen. Und hier, und das wird schwach übersetzt in den meisten Koran-Übertragungen, wo es heißt, die Zakat entrichten. Ja, die von der Zakat geben. Aber das steht hier so in der arabischen Sprache nicht. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Und diejenigen, die für die Zakat Machende sind. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Und für die Zakat ein Machender zu sein, ein Fa'il zu sein, aktiv zu sein, bedeutet mehr als nur die Zakat zu entrichten. Das kann bedeuten, für die Zakat Werbung zu machen. Das kann bedeuten, für die Zakat zu arbeiten. Für die Zakat zu forschen, nachzudenken. Vielleicht hat einer von euch eine großartige Idee. Ich habe heute gerade, ich meine, es war auf Spiegel Online gelesen, dass ein Unternehmen Bio-Müsli-Riegel verkauft und das Geschäftskonzept so gestaltet hat, dass für jeden Müsli-Riegel, der verkauft wird, der auch noch Bio ist, was nicht unbedingt heißt, dass er gesund sein muss. Ja, wenn da
ein Haufen Zucker reingepumpt wurde. Aber ich bin kein Arzt, ja. Aber wir wissen, nicht alles, was bio ist, muss auch gleichzeitig auch gesund sein. Aber nebenbei, wie gesagt, das nur. Für jeder Verkauf der Müsliriegel bedeutet eine gesicherte Mahlzeit für eine arme Person. Das ist eine Idee, subhanallah. Für die Zakat Machende, Schaffende, Aktive zu sein. Und Allah Ta'ala gibt diesen Menschen seine Erfolgsgarantie. Und Zakat, subhanallah, geht mit Vermögen einher. Mit materiellem Besitz einher. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Wie Imam Muslim dokumentierte. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, kein Vermögen verringert sich durch Sadaqa. Sadaqa auch ein Synonym für Zakat, teils aber auch mit einer anderen inhaltlichen Bedeutung, nämlich die Spende, die nicht verpflichtend ist. Es kommt sowohl in dem Zusammenhang vor, als auch in dem anderen, im Synonymen, in den uns heiligen Texten im Koran und in der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, wenn wir einmal überlegen, vieles, was wir meinen zu besitzen oder meinen zu haben, das haben wir gar nicht. Das lagern wir nur. Wir sind nur das Logistikunternehmen, was diese Sache verwaltet. Wir haben vielleicht mehrere Tausende auf dem Konto, aber wir profitieren davon nicht. Wir haben davon gar nichts. Wir verwenden es nicht. Wir lagern es nur. Oder wir haben, subhanallah, irgendwelche besonderen Dinge bei uns zu Hause. Ja, einen schönen Anzug im Schrank, einen schönen Kugelschreiber, Koranständer etc. Ja, subhanallah, aber wir benutzen es nicht. Wir benutzen es nicht. Das ist auch eine der Bedeutungen dieses Hadithes, liebe Geschwister, so wie ich ihn verstehe, und Allah Ta'ala ist wissender. Deine Zakat, das, was du gibst, wird dir niemals dein Vermögen nehmen. Und das, was du meinst, was du an Vermögen zu Hause hast, was hast du davon? Hast du wirklich davon profitiert? Oder bist du nur das Lagerunternehmen, wo es lagert? Aber dieser Hadith, er motiviert so noch mehr. Niemals das, was für dich geschrieben ist, an Essen, an Wohnen, an materiellen Gütern, und wir vergessen oft die immateriellen Güter. Manche Menschen verstehen sich ja als arm, wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben. Sie sehen nicht, sie sind gesund und sie sind stark und sie haben eine Familie gegründet und haben Freundschaften, Humor, subhanallah, eine schöne Wohngegend und so weiter. Also Dinge, die mehr immaterieller Natur sind. Ja? Und sie denken, sie wären arm, weil sie finanzielle Probleme haben. Manchmal muss man auch sagen, Alhamdulillah, in dieser Dunya muss man geprüft sein, und wenn es im Finanziellen ist, Alhamdulillah. Alhamdulillah ist eine angenehme Prüfung. Weil geprüft sein, liebe Geschwister, ist ausweglos. Ist ausweglos. Aber subhanallah, die Zakat, die Sadaqa, wird dir niemals von deinem Vermögen etwas nehmen. Sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Allah Ta'ala wird denjenigen, der vergebend ist, durch Ehre belohnen. Ihm wird Allah Ta'ala Izzah verleihen. Ihm wird Allah Ta'ala Izzah verleihen. Derjenige, der vergebend unterwegs ist. Oft meinen wir überall und in jedem Zusammenhang immer, unser Recht, sonst werden wir nicht respektiert. Ja? Liebe Geschwister, ihr kennt mich, ihr kennt diese Institution hier, und ihr wisst, wir setzen uns ein. Nicht nur für unsere Rechte, auch für die Rechte anderer. Und wir schweigen nicht zum Unrecht. Aber manchmal laufen wir auch ein bisschen, Entschuldigung, das darf ich nicht sagen, manchmal drehen wir ein bisschen durch. Manchmal, oh, mein Recht, mein Recht, mein Recht. Ja, sonst werde ich nicht respektiert. Aber Vergebung bedeutet, auf dein Recht zu verzichten. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, du bist der auslöschend Vergebene, du liebst die auslöschende Vergebung, so bitte vergib mir. Und hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا.
dass Allah Ta'ala demjenigen seine Ehre mehrt, wenn er vergebungsvoll auftritt. Also quasi das Gegenteil, was man meint, wenn man aufgebracht ist. Und derjenige, der sich für Allah Ta'ala demütig verhält, dem wird Allah Ta'ala seinen Rang erhöhen oder dem wird Allah Ta'ala Erhöhung verschaffen. Derjenige, der sich demütig verhält, nicht derjenige, der sich wie ein Angeber verhält. Und der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, die Imam Tirmidhi als Hassan Sahih einstufte, und er gab eine Einleitung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, ثَلَاثَةٌ أُقُسِمُوا عَلَيْهِنْ. Drei Dinge, auf die ich einen Eid ablege, einen Schwur ablege. Und darunter war مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَ. Ja? Dass das Vermögen, und hier ist das materielle Vermögen gemeint, Al-Mal meint das materielle Vermögen, andere Worte, Al-Khayr beispielsweise im Koran können auch das immaterielle meinen, ja? das materielle Vermögen wird nicht weniger durch gegebene Sadaqa. Er sagt aber auch, sallallahu alaihi wasallam, وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَهُ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابْ فَقَرْ. Dass derjenige, der bettelt, oder demjenigen, der bettelt, dem eröffnet Allah Ta'ala die Armut. Überlege also sehr gut, wann du jemanden um etwas bittest. Und da gibt es auch eine psychologische Erklärung dahinter, liebe Geschwister. In dem Moment, wo man jemanden um etwas bittet, verhält man sich nicht selbstständig. Das heißt, man ehrt diese Gabe der Selbstständigkeit nicht. Man ist nicht wirklich dankbar für diese Gabe. Und was passiert, wenn man nicht dankbar für die Gaben ist? Allah Ta'ala entzieht einem diese Gabe, sodass man wieder danach verlangt. Wer sich also nicht selbstständig verhält, der verliert seine Selbstständigkeit. Ja? Wer nicht meint, aus eigener Kraft etwas erreichen zu können, wer meint, er muss andere anbetteln, der hat sich selbst schon psychologisch geschwächt. Deswegen derjenige, der sich eine Tür für das Betteln eröffnet, dem wird Allah Ta'ala auch die Tür für die Armut eröffnen. Subhanallah, Zakat. Wenn man sich die fünf Säulen des Islam betrachtet, die Säule, die ja, unseren Lebenssinn widerspiegelt, ja, unsere Shahada, die Säule, die ja, die Beziehung zu Allah Ta'ala, ja, As-Salah, etabliert, ja, die Basis der Beziehung ist. Wenn wir uns das Fasten anschauen, ja, wie es Solidarität unter den Menschen stiftet, ja, durch das Mitleiden, ja, das Fasten muss einen herausfordern, ja, das Fasten muss einen zum Mitleiden bringen. Ohne Mitleiden kein Mitleid. Alhamdulillah, es überfordert nicht, aber es fordert heraus. Es fordert heraus. Und wo auch der Körper des Muslims angesprochen wird, zuerst die Identität, der Verstand, das Herz, ja, dann das Gefühl der Solidarität mit den Mitmenschen. Und dann schauen wir, subhanallah, auf die Zakat. Und wir sehen ein Wirtschaftssystem durch die Zakat. Und wir studieren, was bedeutet eigentlich Zakat? Und die meisten aller deutschen Übertragungen kann man wegwerfen. Die Armenabgabe. Ach, aber nicht nur Arme erhalten die Zakat. Auch Reiche können die Zakat erhalten. Ja? Und immer Steuer oder Abgabe. Subhanallah. Was bedeutet Zakat? Als Allah Ta'ala diese Säule etablierte und die Araber ansprach. Die Araber, sie müssen, subhanallah, einen gewissen Schock erlitten haben. Eine Umpolung, subhanallah. Zakat, was bedeutet Zakat? In Bezug auf Lebewesen bedeutet es die Mehrung und den Wachstum. In Bezug auf Gegenstände, ja, bedeutet es auch, dass es sich vervielfältigt, subhanallah. In Bezug auf den Charakter und das Seelische bedeutet es die Läuterung, die Reinheit,
die Redlichkeit, die Rechtschaffenheit. Zakat als Reinigung, subhanallah, als Mehrung, als Wachstum. Das ist der Name, den diese Säule bekommen hat, subhanallah. Das heißt, wir dürfen nicht nur das Materielle betrachten. Wir dürfen nicht nur die Effekte der Zakat in der materiellen Welt betrachten, sondern wir müssen schon dem Namen nach schauen, wie wird der Mensch, die gesamte Gemeinde, innerlich gereinigt durch die Zakat. Hier geht es darum, dass man sich vom Geiz befreit, ja, dass man nicht geben möchte, von der Gier befreit, dass man immer mehr haben möchte, aber auch auf der anderen Seite, dass man sich vom Sozialneid befreit. Kennen wir das nicht auch? Entweder von uns selbst oder von anderen. Wir leben in einer Welt, der eine gönnt dem anderen gar nichts mehr. Ja? Darf nichts Schönes anhaben, ja? Darf sich nichts Schönes gönnen. Ja? Das darf er nicht haben. Ja, das ist ja, dieser Sozialneid. Oh, oder die, ja. Subhanallah. Und es mag sein, dass sie sich das hart erarbeitet haben. Und sie zahlen ihre Zakat und noch mehr. Aber der Neid, er sitzt tief. Missgunst sitzt tief. Aber da in einer Gesellschaft, wo die Zakat gegeben wird und Arm und Bedürftige sich aufgefangen fühlen, da sagt man, ja, mashallah. Ja, der hat ein schönes Auto, aber ich weiß, der spendet auch viel. Subhanallah. Und er ist aktiv für die Gemeinde. Ja? Und das ist ein Ideal, subhanallah, ein Idealzustand. Allah Ta'ala sagt im Koran, أَهُمْ يُقْسِمُونَ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Verteilen Sie etwa die Barmherzigkeit Ihres Herrn. Allah sagt, wir verteilen doch unter Ihnen Ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von Ihnen über die anderen um Rangstufen, damit die einen von Ihnen die anderen in den Dienst nehmen. Subhanallah, liebe Geschwister, Bedürftigkeit, Armut kann eine große Gnade von Allah Ta'ala sein. Wie viele von uns hätten sich Selbstständigkeit erarbeitet, hätten sich Kompetenzen angeeignet, hätten geschwitzt und wären fleißig gewesen, um am Ende etwas zu können. Wenn sie in superreichen Familien aufgewachsen wären. Ich bin einigen von solchen Menschen begegnet, die sehr reich sind. Und subhanallah, ich meine es nicht böse, ich meine es auf der Feststellungsebene. Sie waren charakterlich nicht sehr entwickelt. In vielerlei Hinsicht wie 11, 12, 13, 14-Jährige, ja, die noch keine gemachten Männer waren, die sich nichts erarbeiten mussten. Subhanallah, liebe Geschwister, wusstet ihr, dass es Länder gibt? Ja? Muslimische Länder. Da kriegt der Staatsbürger automatisch den Schulabschluss. Der muss nichts machen. Wusstet ihr, dass es Länder gibt, subhanallah, wo der Staatsbürger automatisch ein Gehalt bekommt, ob er arbeitet oder nicht arbeitet? Automatisch. Liebe Geschwister, das kann einen Menschen auch kaputt machen. Das kann einen Menschen nicht kaputt machen allein, sondern dass er sich niemals richtig aufbaut, niemals wirklich Kompetenzen sich aneignet. Von daher betrachten wir auch die Lage, in die Allah Ta'ala den einen oder anderen von uns vielleicht hineingesetzt hat, als Chance. Wir sind dann hungrig. Ja, schwierige Zeiten bringen starke Menschen hervor. Starke Menschen bringen wiederum bessere Zeiten hervor. Und da muss man aber aufpassen, dass diese besseren Zeiten nicht eine Lage hervorbringen, die Menschen wieder schwach werden lassen, weil alles einem irgendwie gegeben wird, weil man keinen Anreiz mehr hat. Alhamdulillah, ja? Wir können uns etwas erarbeiten. Und eines Tages können wir unseren Kindern, unseren Enkelkindern sagen, schau, damals habe ich mich nochmal nach dem Hauptschulabschluss weitergebildet. Damals habe ich mich nach dem Erststudium nochmal bemüht und ein Zweitstudium drangehängt. Damals habe ich nach der Ausbildung noch
den Meister gemacht und Leute bei mir eingestellt. Damals hatte ich das Angestellten-Dasein für ein Projekt verlassen und wurde selbstständig und habe eine Idee, ja, realisiert, real werden lassen. War Vorreiter gewesen. Alhamdulillah. Aber kommen wir zurück zu Zakat, liebe Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Und diejenigen, die mit dem Geizen, was Allah ihnen von seiner Gnade gegeben hat, sollen ja nicht meinen, das sei besser für sie. Nein. Vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde. Und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Liebe Geschwister, wir werden manchmal nicht nur durch Belohnungsanreize motiviert. Und manchmal ist unsere Liebe zu Allah Ta'ala auch nicht wirksam genug. Deswegen hat Allah Ta'ala auch warnend Ereignisse am Tag des Gerichts erschaffen. Und warnend auch das Feuer erschaffen. Und der Prophet in einem Hadith von Imam Muslim verifiziert und dokumentiert, warnt der Prophet davor, sallallahu alaihi wasallam, dass kein Besitzer von Gold oder Silber, der nicht seine Zakat gegeben hat, also dass jeder Besitzer von Gold oder Silber, der aber nicht seine Zakat gegeben hat, am Tage des Gerichts, ja, aus diesem Gold, aus diesem Silber Teller gemacht bekommt, die heiß gemacht werden und auf diese Person draufgelegt werden. Und nachdem dann dieser Teller herunterkühlte, wird er nochmal heiß gemacht und auf die Person gelegt, an einem Tag, der 50.000 Jahre dauert. Und dann wird erst entschieden, kommt er ins Feuer und kommt er ins Paradies. Das war kein Ereignis, was im Höllenfeuer stattgefunden hat, sondern ein Ereignis, was am Tage des Gerichts stattfindet. Von daher, wir müssen überlegen, was haben wir an Möglichkeiten, liebe Geschwister? Sind wir verpflichtet, Zakat zu zahlen? Bewusst werde ich einige Dinge, was die Zakat-Zahlung anbelangt, heute hier nicht thematisieren. Warum? Weil ich möchte, dass ihr entweder bei Muslime helfen anruft oder bei Islamic Relief anruft oder bei einer anderen professionellen, muslimischen, vertrauenswürdigen Einrichtung, ja, und dort alle Details klärt. Da sitzen Spezialisten. Ja. Wenn ihr den Imam fragt, was hat der Imam davon, was habt ihr davon, ihr habt davon gar nichts. Aber wenn ihr euren Berater, ja, euren Kundenberater bei muslimehelfen.de oder bei Islamic Relief oder in einem der anderen Kindertränen e.V., ich könnte jetzt auch noch andere erwähnen, die seit Jahren bekannt sind und professionell sind, gemeinnützig sind und etc., ja? Dann habt ihr, ja, okay, dann habt ihr direkt euren Ansprechpartner, dann fließt es, ja? Lasst uns auf unsere Möglichkeiten schauen, was die Zakat anbelangt. Und diesen Moment nutzen, Allah Ta'ala um Vergebung zu bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, wenn wir auf die Zakat schauen und darauf und betrachten, welchen Effekt sie hat. Sie soll die Herzen reinigen. Allah Ta'ala sagt im Koran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً صَدَقَةً تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Nimm von ihrem Vermögen Sadaqa. Und hiermit ist, hier in diesem Vers ist Sadaqa mit Zakat auch, damit ist auch die Zakat gemeint.
Du reinigst und läuterst sie damit. Eine innere Reinigung wird vollzogen. Sieh die gesamte Gemeinde, die Gesellschaft. Es passiert etwas. Und subhanallah, dieser große Unterschied zwischen den sehr Reichen und den sehr Armen, auch in Deutschland, den gab es so in muslimischen Ländern nicht, wo die Zakat umgesetzt war. Aber Zakat auch eingebettet in ein Wirtschaftssystem, was ansonsten nicht auf Ausbeutung und Missbrauch und auf Spekulation aufbaut. Ja, wir kennen das Zinsverbot in der islamischen Wirtschaftsethik. Ja? Und wir wissen auch, dass wir nicht handeln mit Alkohol und anderen schädlichen Angelegenheiten. Die Zakat ist also eingebettet. Und es gab, subhanallah, Zeiten, ja, wo die Khalifen nicht wussten, was sollen sie mit der Zakat machen. Es gab keine Bedürftigen im muslimischen Land. Weder Muslime noch Nicht-Muslime. Und dann wurden die Gelehrten, ja, der schwierigen Frage unterzogen. Ja, was sollen wir jetzt mit dem Geld machen? Wir wollen nicht sündigen, aber niemand ist bedürftig. Und dann einige Gelehrte sagen, ja, subhanallah, vielleicht können wir damit Tierfutter kaufen. Ja? Das war eine der Antworten gewesen. Und das muslimische Potenzial ist riesengroß. Ich rede jetzt auch vom Sozialkapital, was wir haben, vom humanen Kapital, was wir haben. Viele von uns haben einen Migrationshintergrund. Viele von uns können Handelsbeziehungen zwischen Ländern etablieren. Viele von euch, ihr könnt in eure Heimat gehen, in eurem Urlaub. 6 Wochen habt ihr Zeit in den Sommerferien. Und könnt sagen, subhanallah, ich gebe euch jetzt mal eine Idee, nur eine Idee. Allah ist schön, er liebt das Schöne. Inna Allaha jamil yuhibbul jamal, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir alle lieben die Kalligrafie. Picasso sagte über die islamische Kalligrafie, was ihr hier sehen könnt, ja, dass wenn er sie kennengelernt hätte, hätte er nicht angefangen zu malen. Hätte er sich nur mit der islamischen Kalligrafie auseinandergesetzt. Und er hat auch Kurse genommen in islamischer Kalligrafie. Ja? Es gibt Kalligrafen in Marokko, in Ägypten, in der Türkei. Streitet euch darum, wer die Besten sind. Stellt einen von diesen ein. Gebt ihm das 3- oder das 4- oder das 5-fache von dem, was er normalerweise verdienen würde. Sodass er ja, für Gesundheit den Topf füllen kann, für Bildung den Topf füllen kann. Wir haben ja alhamdulillah ein kostenloses Gesundheitssystem, kostenloses Bildungssystem, aber viele andere Länder haben das jetzt weniger oder nicht oder weniger qualitativ. Und dann lasst ihn malen, ja, zu den Aqiqa, Geburtsfeier. Okay, ich nenne meine Tochter, weiß ich nicht, Asia, ja, Latifa und so weiter. Und dann habt ihr das Geschäftsmodell, der Kalligraf wird angerufen, schreib die Aya, wo das Wort so und so vorkommt. Schreib den Hadith, wo das Wort so und so vorkommt. Oder mach einfach, weiß ich nicht, den Namen so und so. Ja? Und dann kaufen, verkaufen und Import, Export, subhanallah. Und dann lasst euch zertifizieren, ihr seid Fair Trade. Lasst euch zertifizieren, ihr benutzt umweltfreundliche Materialien. Und alhamdulillah, dann braucht ihr auch keine Zakat zu zahlen. Weil die Leute, subhanallah, sich selber erarbeitet haben. Das ist auch ein Bedürfnis. Der Mensch möchte arbeiten. Der Körper kann nicht Glückshormone ausschütten, wenn er nicht arbeitet. Was auch im Kopf natürlich vollzogen werden kann. Ja? Und subhanallah, ausnahmslos jeden, den ich kenne, der viel lernt, der viel studiert, sehen alle ausnahmslos glücklich aus. Ausnahmslos. Ja, über manche könnte man sagen, sie sehen aus wie Leute, die Drogen genommen haben. Und man wäre nicht weit von der Wahrheit. Weil subhanallah, das ausgeschüttet wird, ja, vom Körper an Hormonen, was Drogen ansonsten im Haram und mit vielen Problemen verbunden, auszuschütten, bewirken. Ja? Und das sagte ein Pfarrer sagte das. Ja? Gebt uns gerechte Löhne für das, was wir produzieren und ihr könnt eure Spenden für euch behalten, sagt ein Pfarrer aus Südamerika. Ich habe seinen Namen leider nicht behalten können. Ja, aber es ist ein würdiges Wort zu zitieren. Ja, Alladhina hum lizzakati fa'ilun. Diejenigen, die sich für die Zakat einsetzen, die Zakat umsetzen, machen, ja,
aktiv nach vorne bringen. Die Zakat, subhanallah, wisst ihr, wenn ihr 20 Jahre lang einfach euer Geld liegen lasst, was ein großes Problem für die Wirtschaft ist, das Horten, wisst ihr, was am Ende übrig davon ist? Ich glaube noch ungefähr 61%. Zieht mal Jahr für Jahr 2,5% ab, ihr kommt bei ungefähr, ich glaube, 61% raus. Zakat ist ein Investitionsanreiz. Zakat schafft Arbeitsplätze. Ja, wala amilina alayha. Diejenigen, die sie verteilen. Ja? Das sind Arbeitsplätze, die geschaffen sind. Investitionen, die wiederum Arbeitsplätze schaffen. Viel, was wir noch sagen können, Unterschiede zwischen Zakat und Steuern, ja? Dass die kommunale Selbstverwaltung gefördert wird, weil die Zakat in einem Gebiet gesammelt wird und auch in diesem Gebiet wieder ausgeteilt wird. Ja, das heißt, man zieht kein Geld aus einem Gebiet ab für ein anderes Gebiet. Das ist die Regel, die natürlich auch begründeterweise ausgesetzt werden kann. Ja? Wie die Zakat auch davor schützt, dass eine Gesellschaft kriminell wird oder dass die Kriminalität nicht kontrollierbare steigt. Ja? Die Zakat wird auch übrigens, wurde auch eingesetzt für Heiratswillige, ja? Die nicht genug Geld für die Brautgabe und für die Erstkosten aufwenden konnten. Ja? Und so, dass dann auch die Keuschheit in der Gesellschaft durch die Zakat gefördert wurde. In dieser Broschüre, Alhamdulillah, die auch unsere Zusammenarbeit mit dem Weltladen in Frankfurt-Bornheim dokumentiert, die auch den Preis, den wir bekommen haben, bei einem bundesweiten Wettbewerb dokumentiert, die auch einleitet mit Grußworten von unserem Oberbürgermeister Peter Feldmann, sind Hadithe und Koranverse zum Thema Handel im Islam, zum Thema fairer Handel im Islam. Könnt ihr euch aus dem Buchladen abholen, kostenlos, aber ihr könnt auch eine Spende hinterlassen, ja, thematisiert, die auch mit dem großen Thema Zakat und muslimische Wirtschaftsethik zusammenhängt. Wir können also sehr viel tun, liebe Geschwister. Sehr viel Potenzial. Alhamdulillah. Anstatt, dass wir unsere ganze kreative Energie in irgendwelche Strategie-Computerspiele stecken. Ja? Handelt mal mit 1000 Euro. Probiert's mal aus. Kaufen, verkaufen. Ja, denkt an ein Produkt. Ja? Wenn ich bei meiner Mama bin, schaue ich mir manchmal diese Sendung an, Höhle der Löwen. Das ist eine interessante Sendung, Supana. Leute haben Ideen und dann, wenn man handelt, man lernt, wie funktioniert Business so ein bisschen. Ja, gut, einige Sachen sind für uns nicht, ja. Aber andere wiederum, mashallah, sehr gut. Und da fragt man sich, warum haben wir die Idee nicht gehabt?